Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Was will er jetzt mit Videospiele über Pinball? Das ist doch das Langweiligste, was es gibt. Aber lasst euch schon mal sagen, die Spiele sind gar nicht so schlecht. Ja, hallo, und heute geht es um meine Top 5 Lieblings-Pinball-Retro-Videospiele. Was für ein langes Ding. Und zwar haben mich Pinball-Maschinen schon immer fasziniert, da das Spielprinzip an sich einfach ist, aber es ist trotzdem schwer, einen richtigen Highscore zu bekommen. Und was mir immer auch schon gefallen hat, die Optik. Vor allem, wenn sie noch auf einer Lizenz basieren, wie bei mir damals der erste, das war Rocky und Bullwinkel. Wenn ich Fotos finde, blende ich sie hier kurz ein. Einfach war alles kunterbunt, es kam die Sprachausgabe von der Cartoon-Serie vor, die Soundeffekte, überall waren richtige Artworks, dass man die halt auch gleich wieder erkannt hat, wow, das sind Rocky und Bullwinkel. Und da gab es ja vorhin allen möglichen Mist von Cartoons, Videospielen, Pinball-Automaten. Das war einfach das richtig Geile. Es hat immer Spaß gemacht, die zu spielen, aber waren halt immer zu teuer, dass man einen zu Hause haben kann. Zumindest halt für eine normale Arbeiterklasse-Familie. Da waren Videospiele halt ein cooler Kompromiss. Das, was Videospiele besser gemacht hat, oder beziehungsweise anders, da konnte man nicht den ganzen Tisch immer auf einen kleinen Bildschirm packen. Da gab es dann halt extra Räume, Bonusräume, und das war der coole Unterschied zu den echten Maschinen, denn die konnten ja bei einer echten Pinball-Maschine nicht einfach einen Bonusraum machen, das funktioniert ja nicht. Und deswegen viel Spaß jetzt mit meiner Top 5. Platz 5 ist Sonic Spinball für den Sega Mega Drive. Als ich Sonic das erste Mal in seinen Jump'n'Runs rollen sah, dachte ich mir, das wäre ein cooles Ding für einen Pinball, und so kam es dann auch. Sonic Spinball funktioniert in sich richtig gut, die Tische sind groß und werden später im Spiel echt richtig interessant und abwechslungsreich. Also ich hätte echt gedacht, es ist einfach nur so ein hingeklatschtes Spin-Off, aber dieses Spiel würde auch ohne die Sonic-Lizenz richtig gut dastehen. Es kommt natürlich nicht mal so viel vor aus den Jump'n'Runs. Es ist halt Sonic, Dr. Robotnik, aber zum Beispiel sind keine Anspielungen so wirklich auf Green Hill Zone oder so. Also das Spiel ist wirklich eigen in sich. Was ich aber ganz cool finde, es könnte nur die Farben ein bisschen bunter und heller sein. Es ist immer ein bisschen drückend und die Musik ist natürlich richtig geil. Richtig, also soll ich sagen, richtig groovy fast schon. Also sie pumpt richtig, man hat Bock Pinball zu spielen. Platz 4 ist Pokémon Pinball für den Game Boy Color. Das Modul an sich ist schon einzigartig, man kann eine Batterie reintun und dann vibriert das Ding. Ich mag Vibrationszeug gar nicht so, aber bei einer Pinball-Simulation finde ich es eigentlich recht cool. Und Pokémon Pinball basiert auf Pokémon Blau-Rot. Die Zeit war das, wo ich voll auf meinem Pokémon Zenit war. Und da in dem Spiel kann man halt auch, wenn man verschiedene Ereignisse auslöst, zu verschiedenen Orten reisen, aber der Ort ist halt dann immer nur ein kleines Bild in der Pinball-Maschine. Was ja nicht schlimm ist, weil wie wollen die es sonst machen? Und pro Ort gibt es halt immer verschiedene Pokémons, die man fangen kann. Da muss man auch wieder verschiedene Ereignisse auslösen, dann das Pokémon schwächen und fangen. Und das ist viel schwerer als in den eigentlichen Pokémon-Spielen, und das macht einen wahnsinnig. Denn das war, wie gesagt, so mein Zenit der Pokémon-Zeiten. Ich wollte alle Pokémons haben, aber in dem Pinball-Spiel war es einfach unmöglich für mich. Aber trotzdem ist es ein richtig schönes Spiel, der Soundtrack ist super und für ein Game Boy Color-Spiel sieht das verflucht schön aus. Platz 3 ist Kirby's Pinball Land. Bei Kirby ist genau wie bei Sonic, ich dachte mir, als ich Kirby das erste Mal gesehen habe, er ist klein, rund, das sollte ein Pinball werden. Und so wurde es natürlich auch. Ich mag ja Kirby's Dream Land und Kirby's Adventure, sind einer meiner Lieblings-Jump'n'Runs. Und wenn man die gespielt hat und kennt, weiß man genau, was man in Kirby's Pinball Land bekommt. Die gleichen Gegner sind da, die Musikstücke, die Bosskämpfe, mein Gott, die Bosskämpfe sind so lustig. Und auch diese ganzen Neben- und Bonusräume sind so abwechslungsreich und unterhaltend. Also das Spiel gefällt mir echt richtig gut. Und durch diese Kirby-Lizenz, das Sonic-Spiel könnt ihr auch ohne die Sonic-Lizenz arbeiten. Aber das Kirby-Ding, glaube ich, würde ein bisschen dran bröckeln, obwohl es echt geil ist. Aber diese Kirby-Lizenz passt einfach so perfekt drauf. Man fühlt sich sofort heimisch. Man kann sich seinen Tisch aussuchen am Anfang. Es gibt drei verschiedene. Bezwingt den Endgegner und macht sich zum anderen Tisch auf, und das ist einfach richtig schön oldschool. Platz Nummer 2 ist Devil Crash fürs Sega Mega Drive. International, also außerhalb Europas, heißt das glaube ich irgendwie anders, aber ich weiß jetzt nicht wie. Und das ist so ein richtig geiles Pinball-Videospiel. Es sieht verflucht schön aus und hat so ein richtig eigenes Setting, was ich davor halt noch nie gesehen habe. Ich kannte halt wie gesagt Sonic, Pokémon,
was noch Kirby, so halt diese, was man kennt. Und dieses Devil Crash wirkte fast wie ein Splatterhouse im Pinball-Universum. Und es spielte sich richtig geil. Die Soundeffekte waren der absolute Wahnsinn. Also es hat so einen Spaß gemacht, die Kugel irgendwo abprallen zu sehen, weil man dann wusste, oh, jetzt kommt dieser geile Sound. Die Musik ist richtig geil, also ohne Witz. Die könnte man in ein Contra fast schon einbauen. Und der Tisch an sich ist richtig schön aufgebaut. Die ganzen Dingern, die ganzen Kreaturen, da kommt vom Totenkopf. Unten rennen immer eine Horde von Skeletten rum. Dann gibt es auch wieder Nebenräume, wo man Gegner besiegen kann. Und die sehen teilweise so richtig geil aus. Und der Endgegner, den zeige ich jetzt nicht, weil vielleicht spielt es ja mal einer und schafft es bis zum Endgegner. Ich habe schon damals früher halt Sidescroller gespielt und kleine Adventure-Spiele und so, die bei weitem nicht so einen geilen Endgegner hatte wie dieses Pinball-Spiel. Und das ist halt wirklich eine Wucht, dass das ein Pinball-Spiel schafft. Aber wie gesagt, die Präsentation ist wunderschön, lässt echt nichts zu wünschen übrig. Es passiert so viel auf dem Bildschirm, immer was Neues. Die Kreaturen wechseln auch durch, es bleiben nicht immer diese Skelette und es macht echt richtig Spaß, dieses Mega Drive-Spiel zu spielen. Platz 1, Revenge of the Gator. Das war so einer meiner ersten Gameboy-Spiele. Damals mochte ich es gar nicht so. Ich war halt diese Pinball-Maschinen gewohnt. Dachte mir, oh, endlich ein Pinball-Spiel für zu Hause. Und dann war es halt schlicht. Es war einfach schlicht, weil klar, Gameboy ist limitiert und konnte nie so eine Leistung schaffen, dass es halt so aussieht wie eine echte Maschine. Aber da ich kein anderes Pinball-Spiel hatte, wurde ich langsam warm damit. Und irgendwann lernte ich es lieben. Die Musik blieb mir im Ohr. Die Tische waren schön aufgebaut. Was heißt die Tische? Es war nur ein Tisch. Der Tisch war schön aufgebaut. Es gab viele Ereignisse auszulösen, Bonusräume und einfach dieses Krokodil-Setting, das war so sympathisch. Ich mochte jedes einzelne Krokodil in diesen Automaten, egal ob er irgendwo oben dran hängt oder man ihm die Nase einhauen muss. Es war so wunderschön. Es ist sogar, glaube ich, von Hell, die halt auch dann Kirby und so gemacht haben. Aber dieses Spiel war es echt zu überzeugen und ist für mich eines der wenigen Spiele, die ich noch in OVP möchte, weil es einfach so ein richtig schönes Erinnerungsding ist. Und das ist echt ein Spiel, was ich, wenn ihr mal Pinball-Spiele spielen wollt, lege ich euch das am Herzen. Es ist echt nicht teuer und es weiß vollkommen zu unterhalten. Allein schon diese Animation, wenn die Kugel halt runterfällt und die Kugel verschwendet ist, dann fliegt sie in ein kleines Krokodilmündchen und das schaut halt dann so mit einem ganz komischen Auge einen an. Das ist herrlicher Humor, genau das meine. Und das Pinball-Spiel weiß echt zu überzeugen und das, obwohl es am Gameboy war. Und als ich die Liste gemacht habe, dachte ich mir, wow, es sind ziemlich viele Gameboy-Spiele dabei, aber es ist einfach perfekt für unterwegs, da man immer schnell darauf zugreifen kann. Man muss nicht ewig Tutorial, kein Text, nichts, einfach rein und spielen. Das waren meine 5 Pinball-Lieblings-Retro-Videospiele. Es gibt zwar heutzutage auch noch immer viele Pinball-Spiele, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die mag ich dann nicht wirklich, die spiele ich auch nicht, denn die sind mir dann zu realistisch. Ich meine, ein Pinball-Spiel, das richtig realistisch aussieht, brauche ich nicht, da gehe ich lieber irgendwo hin und spiele eine richtige Maschine. Deswegen mag ich halt diese Retro-Spiele, denn die hatten halt so diese Optik, die halt damals die Automaten nicht hatten. Es war Abwechslung, es war was anderes und ob ich jetzt zu Hause am Gameboy Pinball spielte oder in einem Automaten halt in irgendeinem Restaurant, weil waren immer komplett zwei unterschiedliche Welten, die ich beide nicht missen mochte. Deswegen war das halt echt immer so ein cooles Hin und Her. Und ja, vielleicht konnte ich den einen oder anderen hier mal ein bisschen Pinball schmackhaft machen. Es ist echt so ein Genre, was halt immer ein bisschen untergeht, aber trotzdem zu unterhalten weiß, vor allem wenn man halt immer mal wieder Bock hat, sich zu verbessern und besser zu werden. Und das war's eigentlich soweit und danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal.